Seid gegrüßt, meine Lieben. Willkommen zurück hier auf dem Videospielplatz. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe Verstärkung in Form von meinem Sensei, Großmeister Timo Schuren vom Kanal Videogems dabei. Und wir bringen euch heute, ich bin mir über den Namen immer noch nicht so ganz im Klaren, den von Noobs für Noobs All-Around Guide into Fighting Games. Timo. Ja. Joe. Klingt gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Um euch ganz kurz zu erklären, was euch hier erwartet. Wir wollen euch aus Sicht von absolut Nicht-Profis, denn Timo ist deutlich besser als ich, aber wir sind geil, beide keine professionellen Street Fighter-Götter oder irgendwas in der Richtung. Also ja. Im Angesicht zu Timos Skills bin ich ein Insekt, das unter seinem Stiefel klebt. Nichtsdestotrotz aber sind wir beide keine Profis. Ich bin auch nur ein... Genau, ich bin auch nur ein Scrub. Ja, wir sind beide, jeder, der halbwegs mal auf dem Turnier irgendwas gerissen hat, würde mit uns beiden den Boden wischen. Aber ja, wir sind trotzdem in der Lage, dir, der sich vielleicht bis heute an das Thema Fighting Games nicht rangetraut hat, die Angst davor zu nehmen, dir zu erklären, warum es sich lohnt, Fighting Games zu spielen und dir zu sagen, was du dafür alles brauchst. Richtig, und das ist gar nicht so viel. Nee, überhaupt nicht. Aber wir fangen an mit, worin liegt denn der Reiz, Fighting Games zu spielen? Timo, worin liegt der Reiz für dich? Du bist ja quasi auch schon seit 30 Jahren im Geschäft, was Fighting Games angeht. Der Reiz, ja, gute Frage. Im Grunde würde ich sagen, es macht Spaß, mit, sag ich mal, fescher Präsentation jemandem digital auf die Schnauze zu hauen. Das ist so ganz simpel einfach runtergebrochen. Ja, das ist natürlich jetzt der Einstiegslevel von warum spiele ich Fighting Games. Das kann für manche Leute ein Ventil sein, um vielleicht den Hass, den man auf seiner Arbeit tagtäglich ansammelt, abends rauszulassen, indem man jemandem die Kauleiste verbiegt. Das kann sein, wenn man einfach mal einen miesen Tag hat, dass man sich abreagieren will. Nein, aber ja, es gibt ja noch tiefere Aspekte. Zum Beispiel, sehr, sehr lohnenswert kann es sein, zu merken, dass man in einem Fighting Game mit längerer Spielzeit einfach einen höheren Skill-Level erreicht, dass man selbst besser wird. Denn Fighting Games sind ein Stück weit ein bisschen was anderes als die meisten anderen Genres. Wenn du einen Shooter kannst, kannst du im Prinzip alle Shooter. Aber wenn du ein Fighting Game kannst, kannst du längst noch nicht alle anderen Fighting Games, denn die Mechaniken, die unterscheiden sich teils doch sehr. Und ein neues Fighting Game zu lernen, kann A, eine Herausforderung sein und B, aber auch ein sehr, sehr motivierender Faktor. Ich beispielsweise würde fast behaupten, ich kenne mich ganz gut im Street Fighter Franchise aus und steige jetzt gerade in die Guilty Gear Reihe ein und die funktioniert komplett anders. Ich meine, klar, man hat Angriffsbuttons, man hat Special Moves, man kann springen, vor und zurück sich bewegen, aber es gibt noch so, so viel mehr Details, die es in Guilty Gear gibt, die Street Fighter zum Beispiel nicht hat, sowas wie Air Dashes und so weiter, aber gehen wir vielleicht an anderer Stelle nochmal drauf ein. Also der lohnenswerter Aspekt, ein neues Fighting-Game zu lernen, ist etwas, was mir zum Beispiel sehr, sehr viel Spaß macht. Wobei man dazu sagen muss, man muss es natürlich auch nicht. Da kommen wir bestimmt gleich auch hinzu. Richtig. Also wenn man Spaß haben will, man muss wirklich nicht so tief eintauchen. Man kann Spaß aber, macht, das ist das Schöne. Genau. Spaß macht, was Spaß macht. Ganz einfach. Richtig. Ja, das ist das Schöne an Fighting-Games. Man kann, es gibt Fighting-Games, die kann man ungesehen dreimal im Jahr irgendwo aus dem Regal ziehen, die für eine Stunde mit einem Kumpel einlegen, sich gegenseitig mit den Standard-Moves ein bisschen die Kauleiste verzieren und man hat eine super Zeit. Und es gibt Fighting-Games, die bieten so viele verschiedene Ebenen an Skills, die man entwickeln kann, die kann man über Jahre spielen und erreicht trotzdem nicht das höchste Level und kann nie behaupten, so, jetzt beherrsche ich das Ding von der Pike auf. So komplex können Fighting-Games heutzutage sein. Auf die unterschiedlichen Arten und die unterschiedlichen Entry-Levels von Fighting Games gehen wir nachher noch ein. Eine Frage, die häufig noch gestellt werden kann, ist, machen Fighting Games denn auch Spaß, wenn man jetzt keinen gegnerischen, menschlichen Gegenspieler hat? Die Antwort ist ganz klar, es kommt drauf an, was dir mehr Spaß macht. Ich persönlich spiele seit Jahren Fighting Games hauptsächlich gegen den Computer, weil ich keine Freunde habe,
Es ist halt so, ich bin ein Kellerkind, was soll ich sagen? Keiner will mit mir Fighting Games spielen, außer Timo, und der ist zu gut. Aber man kann auch Spaß haben, wenn man zum Beispiel in die Geschichte der einzelnen Figuren einsteigt, wenn man den Arcade-Mode oder den Story-Mode durchspielt. Es gibt heute so viele tolle Fighting-Games, die einen super Story-Mode bieten. Paradebeispiel sind die aktuellen Mortal Kombat-Spiele oder die Injustice-Spiele von den NetherRealm Studios. Die haben einen so guten Story-Mode, dass man die auch durchaus als reiner Singleplayer nur für den Story-Mode einmal durchspielen kann. Also die Frage, kann man Fighting Games auch ohne menschliche Kontrahenten genießen? Definitiv ein klares Ja. Aber es ist natürlich noch etwas ganz anderes, wenn man denn dann gegen einen menschlichen Spieler antritt. Denn das hat eine ganz, ganz andere Dynamik. Genau, man muss ja auch sagen, wahrscheinlich jeder, der damals mit Street Fighter 2 für Super Nintendo oder so aufgewachsen ist, klar hat man auch mal einen Kumpel geholt, dann hat man sich gegenseitig kaputt gescrubbt. Aber ich glaube, das Gros der Spieler hat wirklich, oder das Gros des Spiels wurde einfach im Singleplayer gespielt, im Arcade-Mode. Das hat damals Spaß gemacht. Das kann auch heute Spaß machen. Klar kann man sagen, okay, dafür will ich nicht unbedingt 60 bis 80 Euro ausgeben, nur um eben 8 CPU-Nasen einmal auf die Schnauze zu hauen und dann hat man vielleicht, also dann ist man bedient, dann hat man die Schnauze voll, okay. Aber es macht trotzdem Laune. Klar, ich sag auch, gegen den menschlichen Spieler ist was komplett anderes. Und ich find's besser, ich find's spaßiger. Heißt aber nicht, dass gegen den Computer es nicht auch Spaß machen kann. Das kommt aber, wie du gesagt hast, auf einen selber an. Und das kommt natürlich auch auf das Spiel an. Oh ja. Das genau. Auf jeden Fall. Also auch die Frage ist beantwortet. Man kann Spaß haben mit oder ohne menschlichen Gegenspieler. Es hängt natürlich auch immer davon ab, ist man jetzt ein kompetitiver Typ oder nicht. Die meisten Fighting Games bieten heutzutage genügend Inhalte für Singleplayer, um sich da nach Herzenslust auszutoben. Würde ich sagen, widmen wir uns der Frage, was muss ich denn mitbringen? Was brauche ich, um mit einem Fighting Game loszulegen? Und Gott sei Dank braucht man dafür wirklich fast gar nichts. Du brauchst irgendeine Plattform, auf der du ein Fighting Game spielen kannst. Und korrigier mich, wenn ich mich irre, aber ich glaube, Street Fighter 2 läuft auch auf Casio-Taschenrechnern, übertrieben ausgedrückt. Also mir fällt keine Konsole ein, wir haben ja schon mal drüber geredet, auf der es nicht wenigstens ein Fighting Game geben würde. Also egal, ob du ein Super Nintendo hast, ob du eine Xbox hast, ob du eine Playstation hast, es wird ein Fighting Game geben. Das wäre Voraussetzung Nummer 1. Du brauchst ein Fighting Game. Dann brauchst du irgendeine Eingabemöglichkeit. Meistens ist bei einer Konsole sowas hier dabei, ein Joypad. Das ist auch völlig genügend, um mit einem Fighting Game loszulegen. Jetzt gibt es Leute, die sagen, man braucht sowas hier, also so ein Arcade-Stick, so ein Fighting-Stick. Ich glaube, das ist eine Glaubensfrage. Das braucht man nicht. Das kann man machen, wenn man will. Ist aber, glaube ich, schon ein bisschen was fortgeschritten. Wisst ihr, was man braucht, sind Hände. Und das war's im Prinzip. Und selbst die Hände, es gibt Beispiele mit Leuten, die haben vielleicht gar nicht mal zwei funktionierende Hände und spielen trotzdem Fighting Games. Von Vorteil wäre es aber auf jeden Fall, wenn man gesunde Hände hat und ein Joypad bedienen kann. Und das ist alles. Genau. Das ist die einzige Einstiegsvoraussetzung, die du brauchst, um mit Fighting Games loszulegen. So ein bisschen Kampfgeist ist vielleicht noch ganz brauchbar, aber nicht mal Voraussetzung. Hast du noch Ergänzungen, Timo? Nee, mir fällt da nur das Beispiel ein, wenn man keine funktionierenden Hände hat. Das Beispiel Broly Lex, das ist ein Spieler, er nennt sich Broly Lex. Der ist körperlich sehr eingeschränkt, um es mal so zu sagen. Und er spielt seine Fighting Games quasi mit, wenn ich mich richtig erinnere, einer halben Hand und seinem Gesicht. Also mit seiner Zunge, mit seiner Nase hat er dann ein Xbox-Pad da liegen und damit spielt er auf großen professionellen Turnieren und würde uns beide absolut vernichten. So, und es gibt keine Ausrede, selbst wenn man keine vernünftigen Hände hat. Nein, an der Stelle sage ich, wenn es Leute gibt, die mit ihrem Gesicht professionell auf dem Xbox-Controller Fighting Games spielen können, hast du keine Ausrede, um zu sagen, oh, das kriege ich irgendwie nicht hin, da habe ich nicht die nötige Ausrüstung für. Ja, du kannst Fighting Games spielen. Dann widmen wir uns vielleicht noch ganz kurz der Frage, wir haben es gerade schon angeschnitten, braucht man einen Arcade-Stick?
für Fighting Games. Jetzt mag es die absoluten Puristen geben, die tatsächlich vor 25 Jahren irgendwo in New York in so einer speckigen Spielhalle angefangen haben, Street Fighter zu spielen und da zum Godfather ihrer Nachbarschaft aufgestiegen sind. Die werden sicher ja sagen, ja, ohne Fighting Stick geht das nicht. Das ist alles Blödsinn. Ich habe auf Super Nintendo angefangen mit einem Joypad, das eigentlich nicht so besonders gut für Fighting Games geeignet ist, oder sagen wir mal, es gibt bessere als das Super Nintendo Joypad für Fighting Games. Trotzdem funktioniert das Ganze. Man braucht auch nicht mal unbedingt immer 6 Knöpfe. Häufig reichen auch 4. Und die Frage ist ganz klar mit einem Nein zu beantworten. Du brauchst keinen Arcade Stick, um ein Fighting Game zu spielen. Das nächste Thema wäre vielleicht so ein paar Grundtipps für den Einstieg in Fighting Games, bevor wir uns dann hinterher den verschiedenen Arten, den verschiedenen Archetypen von Fighting Games widmen. Was hast du für Tipps, die du jemandem an die Hand geben würdest, der vielleicht noch nie Fighting Games gespielt hat? Was würdest du raten? Wie sollte man vorgehen, um sich mit dem Genre so ein bisschen vertraut zu machen? Na gut, erstmal muss man da, glaube ich, überlegen, welches Spiel man anfängt. Mhm. Weil du kannst natürlich jemandem ein super tolles Spiel empfehlen, wenn es ihm aus irgendwelchen Gründen, sei es Style oder doch Gameplay oder so, nicht gefällt. Das ist natürlich auch blöd. Ja. Ist auch Geschmackssache, aber es gibt ja auch Spiele, die deutlich anfängerfreundlicher sind als andere. Man kann natürlich einem immer sagen, weil die Street Fighter Collection, die ist heute auf allen Plattformen verfügbar. Ja, für wenn du Normalpreis 30 Euro. Genau, wenn du die kaufst, hast du schon mal, zumindest was 2D-Fighting-Games angeht, einen ganz guten Start und kannst dich da ein bisschen durcharbeiten und gucken, was dir gefällt. Weil da ist was Simples dabei, ne? Street Fighter 2, Champion Edition, Super Street Fighter 2, Super Turbo, die Alphas, die Street Fighter 3-Reihe. Die würde ich für Anfänger vielleicht noch ein bisschen außen vor lassen, die hat ja schon ein paar fortgeschrittenere Mechaniken, die ja, man wobei vielleicht doch anwenden müsste. Weil gerade in der Street Fighter Collection finde ich die Street Fighter 3-Teile relativ schwer. Ja, aber du kannst die auf easy stellen und dann, glaube ich, kannst du auch einfach Jump-In, harter Kick, Fußfeger, harter Kick machen und dich so ein bisschen durchmogeln. Ich glaube, das würde funktionieren. Wohl wahr. Aber du hast ganz recht, es gibt natürlich Games, die sind komplexer. Also ich würde keinem Neuling die Guilty Gear-Reihe als erstes Fighting-Game ans Herz legen, weil die haben schon einen relativ hohen Einstiegslevel, den die voraussetzen, weil der Hauptentwickler von Guilty Gear der Auffassung ist, Fighting Games müssen hart sein, muss ein harter Knochen sein, um Guilty Gear wirklich spielen zu können. Würde ich so nicht ganz unterschreiben, aber ich glaube, bei Guilty Gear hilft es auf jeden Fall, wenn man schon mal ein Grundverständnis davon hat, wie Fighting Games funktionieren. Was wäre denn dein Vorschlag für das optimale Fighting Game für einen Einsteiger, was auch weitläufig auf vielen Plattformen verfügbar ist? Okay, ja. Dann würde ich einfach die Street Fighter Collection sagen. Mhm. Weil das ist auf allen verfügbar und da hast du halt eine Auswahl von wie viel sind da drauf? 12, 13? Ja, irgendwie so. Ansonsten, ich meine, wenn man Dragon Ball mag, kann man auch Dragon Ball Fighters nehmen, denn das hat einen easy Combo-Modus. Also du kannst wirklich auf den Knopf hämmern und es kommen geile Sachen raus. Ja. Du musst im Prinzip wirklich nichts können, was Kombos angeht, das übernimmt das Spiel für dich. Ja, ihr seht es hier gerade unten im Gameplay eingeblendet. Ja, und dann gibt's noch, wer Anime mag und vielleicht so ein bisschen Fantasy, finde ich auch Granblue Fantasy Versus ganz gut, denn weil da gehen die Special Moves einfach. Das ist ja PlayStation-exklusiv, muss man an der Stelle dazu sagen. Okay, ja gut. Ja. Also genau, während Dragon Ball FighterZ, stimmt, Dragon Ball FighterZ gibt's auch für alles. Ja. Das wäre auch meine Empfehlung, selbst für die Switch gibt es die Street Fighter Collection und innerhalb der Street Fighter Collection wären meine 2 Empfehlungen tatsächlich Street Fighter 2 Champion Edition oder Turbo, ist eigentlich egal, oder Street Fighter Alpha 2, denn Street Fighter Alpha 2 halte ich für eins der besten Street Fighter Spiele, ohne direkt zu viele Mechaniken zu haben, wie zum Beispiel das Parieren, was in Street Fighter 3 dazugekommen ist. Es gibt aber schon ein paar fortgeschrittene Sachen, die man anwenden kann, aber nicht muss, um erfolgreich zu sein. Also auch hier gibt es einen Supermeter, wo man dann seine Moves irgendwie noch aufwerten kann, wo es irgendwelche Super-Combo-Moves gibt und so. Aber die braucht man nicht zwingend, um das Spiel spielen zu können. Dafür da habe ich eine Anekdote. Gleich. Da habe ich eine Anekdote.
Gleich, ja. Gleich. Aber Street Fighter Alpha 2 hat A, ein relativ großes Roster an Kämpfern, die auch sehr unterschiedlich sind. B, einen ziemlich schönen Artstyle, der auch heute noch wirklich gut aussieht. Das ist ja auch immer wichtig. Das Auge isst schließlich mit. Ich meine, keiner würde jemandem guten Gewissens Eternal Champions auf dem Mega Drive empfehlen als Einstiegs-Fighting-Game oder so. Das würde ich nie empfehlen. Gar nicht. Hell no. Und ja, und ich finde Street Fighter Alpha 2 ist halt auch recht gut ausbalanciert. Also im Prinzip ist es egal, welche Figur du nimmst, wenn du dich mit den Special Moves und den normalen Attacken ein bisschen auseinandergesetzt hast, kannst du da recht schnell dich ganz gut einfinden. Bei vielen Spielen ist es so, dass es natürlich fortgeschrittene Techniken gibt, aber wenn du gegen den Computer spielst, du dich ein bisschen, dich ein bisschen ergötzt an, ne, dass es halt cool aussieht, es ist stylisch präsentiert, hoffentlich, alles Geschmackssache, aber wenn dir das alles soweit zusagt, musst du vielleicht gar nicht unbedingt der tollste Combo-Bolzer oder sonst was sein. Kann ich bis heute nicht. Damit es dir Spaß macht. Ja. Das, die höchste Kombo, die ich heutzutage hinkriege, einfach nur verschiedene Moves aneinander zu reihen, ist meistens 3 Treffer und Special Move, um das Ganze abzuschließen. Also gerade bei diesen Anime-Fighting-Games, die Dragon Ball Fighters, Guilty Gear oder auch bei der Marvel vs. Capcom-Reihe, da kann man ja ellenlange Kombos mit Air-Juggle und in der Luft dann noch weiter komboen und dann noch gegen die Wand bashen, dass der zurückbounce und wieder von vorne und einen Launcher in die Luft und auf den Boden smashen und dann im Oki den direkt erwischen, wenn der wieder aufsteht und. Vergiss es. Keine Chance, werde ich nie hinkriegen. Da bin ich überhaupt nicht aufnahmefähig genug für. Aber das macht nichts, denn wie ihr seht, ich habe trotzdem seit 30 Jahren Höllenspaß mit dem Kram. Ja, genau. Man muss sich natürlich den Spaß, also Spaß da einfach rausziehen. Ja. Ne, wie gesagt, das ist alles Geschmackssache. Wenn du Superhelden magst, spielst du vielleicht die Marvel vs. Capcom-Reihe. Oder du musst Injustice. Oder Injustice, du musst keine Infinite-Kombos machen, also Kombos, die theoretisch unendlich gehen, bis der Computer tot ist, der Gegner tot ist. Völlig egal, viele Spiele bieten eigentlich genug Spaß, genug Dynamik, genug geil in die Fresse, ohne dass man der tollste Hecht sein muss. Und dazu kommt noch, die meisten aktuellen Fighting-Games liefern auch häufig sehr, sehr ausschweifende Tutorials mit, die Grundlagen des Spiels beibringen und dann häufig sogar noch Combo-Tutorials für die einzelnen Figuren. Street Fighter 5 hat da recht umfassende Möglichkeiten. Ich finde, das beste Tutorial, das ich bisher im Fighting Game gehabt habe, ist tatsächlich Guilty Gear Xrd, also der aktuell letzte Teil der Guilty Gear-Reihe. Das ist unheimlich umfassend. Und King of Fighters 14 hat auch ein wirklich gutes Tutorial, was einem alles beibringt, was das Spiel kann. Ja, Guilty Gear würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Und dann noch Mortal Kombat 11. Ja, sehr genaues. Das bringt dir sogar bei, wie man läuft. Also, wie man einfach, ne? Es beginnt damit, geh nach links und rechts. Ja. Und endet dann mit irgendwelchen krassen Kombos oder Parries oder so, die ich nicht mal in einem Turnier sehe. Also, das Spiel hat eine Parry-Mechanik, die ich bei vielen Profi-Matches kaum sehe. Kombat hat also, eine Parry-Mechanik? Mortal Kombat 11 hat eine Parry-Mechanik, ja. Guck mal einer an. Siehste? Ja, also 30 Stunden gespielt und nicht einmal gemacht, aber nee. Egal. Ja, richtig. Hauptsache der Fatality sitzt, ne? Genau. An der Stelle ein kleiner Hinweis. Wenn ihr Fragen habt zu Fighting Games, könnt ihr natürlich die Kommentare hier unter dem Video benutzen, aber ihr könnt auch auf den Discord-Server kommen, der in der Infobox eingeblendet ist. Das ist der Discord vom Videospielplatz. Timo ist da auch häufig anzutreffen. Und wenn ihr da Fragen habt zu Fighting Games, da sind genügend Leute, die auch Fighting Games spielen. Der Kugujin ist zum Beispiel auch jemand, der gerne hilft, Fragen zu beantworten. Oder wenn ihr mal einen Trainingspartner braucht, hey, wenn ich Zeit habe, gerne, jederzeit. Genau, ja, dann würde ich sagen, widmen wir uns jetzt dem etwas umfangreicheren Thema, nämlich es gibt ja verschiedene Archetypen von Fighting Games. Es gibt ja erstmal den groben Unterschied zwischen zweidimensionalen Fighting Games und dreidimensionalen Fighting Games. Also spielt das Ganze auf einer flachen Ebene statt oder kann ich auch in den Raum ausweichen? Und dann gibt es noch Unterschiede wie One-on-One-Fighter,
Tag-Team-Fighter, Arena-Fighter und so weiter und so weiter. Da würden wir jetzt noch ganz kurz drauf eingehen und euch da auch ein paar Beispiele liefern für die entsprechenden Kategorien. Fangen wir mal an mit dem klassischen 2D-One-on-One-Fighting-Game. Ich glaube, prädestiniert als Beispiel ist hier die Street Fighter-Reihe oder natürlich Mortal Kombat. Kennt wahrscheinlich jeder vom Hören und vom Sehen. Timo, du hast bestimmt noch ein paar weitere Beispiele für klassische One-on-One-Fighter. Hau raus. Ja, ich meine, klar, die ganzen SNK-Spiele. Fatal Fury, King of Fighters, Samurai Showdown, Fighting. Art of Fighting. Dann, ja gut, heute nicht mehr ganz so vertreten, aber in den 90ern und in den 2000ern gab es ja so viel. Von Capcom selber ja auch Darkstalkers. Da hattest du letztens ein Video zu gemacht. Ja. Das leider nur ein paar 60 Leute geguckt haben. Also checkt mein Darkstalkers-Video. Ja. Da habe ich mir viel Mühe gegeben, Leute. Oder auch Killer Instinct. Ne? Richtig. Xbox exklusiv heutzutage ist natürlich auch ein 2D-Fighter. Ja. Da gibt es, das ist so das, würde ich sagen, das Klassische. Da drin gibt es natürlich auch noch mal Unterschiede. Ne? Wie du jetzt sagst, die Tag-Team-Fighter oder die Team-Fighter. Sagen wir mal Team-Fighter. Denn es ist nicht immer Tag-Team. Richtig. Um da kurz zu unterscheiden, Tag Team heißt, ich wähle mehr als eine Figur aus vor dem Kampf und kann während des Kampfes wechseln. Beispiele hierfür sind die Marvel vs. Capcom Spiele. Da hat man zwei oder drei Leute in seinem Team, je nach Spiel. Ich glaube, bei Capcom vs. Marvel 2 und 3 sind es drei Leute und bei Infinite sind es zwei und ich glaube, im ersten Teil sind es auch nur zwei. Und da kann man halt, Vorgängern auch. Richtig, da kann man während des Kampfes halt die Figur wechseln. Das hat einen taktischen Aspekt. Man kann während der Combo die Figur wechseln, mit der neuen Figur die Combo fortsetzen und die Energieleiste desjenigen, den man ausgewechselt hat, die lädt sich in dem meistens roten Bereich sogar wieder auf, solange der gerade quasi nicht aktiv ist. Und dann gibt es noch die teambasierenden Fighter, wie hauptsächlich die King of Fighters Reihe. Da wählst du meistens auch drei Figuren, aber die wechselst du nicht während des Kampfes. Es gibt auch, ich glaube, einen King of Fighters, das eine Tag-Mechanik hat. Aber in der Regel spielst du mit einer Figur, bis die tot ist. Dann kommt dein nächster Kämpfer zum Zug. Und das so lange, bis ein Team keine Kämpfer mehr übrig hat. Genau. Ergänzen möchte ich noch, bevor da jemand in die Kommentare schreibt, das und das habt ihr vergessen. Ja, Dragon Ball Fighters ist ein Tag-Team-Fighter. Und als, man könnte noch erwähnen, bei den Team-Fightern wie King of Fighters kann man auch sagen, Capcom vs. SNK. Leider wird die Reihe momentan nicht fortgeführt, aber das wäre auch ein Team-Fighter gewesen. Genau, das sind so die klassischen 2D-Fighting-Games. Besten Beispiele für 3D-Fighting-Games, natürlich Timo, der Urvater aller 3D-Fighting-Games, wo man in den Raum rein kann. Virtua Fighter, auch eins deiner Lieblings-Fighting-Game-Franchises. Richtig. Allgemein eher bekannt, fürchte ich, ist aber wahrscheinlich Tekken und die Soul Calibur-Reihe. Weil das die ersten, ich glaube, die ersten zwei Tekken waren nur Pseudo-3D, also man konnte nicht wirklich in den Raum hinein und aus dem Raum hinaus, aber in späteren Teilen ist das gang und gäbe, dass man auch quasi vor und zurück ausweichen kann. Gerade bei Soul Calibur gibt es ja vertikale und horizontale Angriffe und im Vertikalen kann man mit einem Sidestep quasi gut ausweichen. Das ist natürlich auch taktisch eine ganz, ganz andere Vorgehensweise. Die haben von der Mechanik her, fühlen die sich sehr, sehr anders an als zum Beispiel ein klassisches Street Fighter, was immer auf derselben Ebene stattfindet. Und was einem davon besser liegt, das kommt, glaube ich, auch ganz auf den persönlichen Geschmack drauf an. Ich persönlich bevorzuge zweidimensionale Fighting Games, weil das einfach das ist, womit ich am meisten aufgewachsen bin. Wer natürlich als erste Konsole PlayStation 1 oder 2 hatte, der ist wahrscheinlich mit Tekken und Soul Calibur aufgewachsen. Da könnte also die Ausprägung durchaus andersrum liegen. Ja, was auch völlig in Ordnung ist. Klar. Und alle, oder ja, leider nicht alle, aber Tekken und Soul Calibur, die wurden ja noch zumindest letzte Generation fortgeführt. Und Tekken 7 war ja auch sehr erfolgreich. Ich glaube, da kommt sogar noch eine Season. Oder eine halbe Season. Ja, auch. Also, da kann man auch damit rechnen, dass die Serie wirklich fortgesetzt wird. Virtua Fighter, da ist das letzte leider 10 Jahre alt. Ja, aber das ist immerhin noch verdammt gut, Leute. Es ist immer noch gut. Es sieht auch noch immer saugut aus. Könntest Virtua Fighter 5 Final Showdown
so auf eine Download-Plattform bringen für 10 Euro, da würde keiner sagen, das sieht alt aus. Nee, überhaupt nicht. Wir haben das ja vor ein paar Wochen noch gespielt. Das kann absolut mithalten. Wir waren bei 3D-Fighting-Games. Es gibt aber noch, wenn man so will, Arena-Prügler oder Arena-Fighter, wie man es nennen will. Sowas wie, also viele Anime-Prügler, Jump Force. Heißt es Jump Force? Ja. Ich glaube, die drei Viertel aller Naruto-Games sind ja auch mehr oder weniger drei Arena-Fighter und auch viele Dragon Ball-Games. Ne, die ganzen letzten Dragon Ball-Games waren ja auch teilweise, dass du mit mehr als zwei Personen gekämpft hast, also nicht nur du und dein Gegner, sondern du hattest ja teilweise auch da Teammitglieder, die aktiv mitgekämpft haben, in einem offenen Areal, wo man sich in alle Richtungen bewegen konnte. War überhaupt nicht mein Ding, aber. Man kann sowas wie Xenoverse dazu zählen, würde ich vielleicht nicht ganz. Ja. Aber in der PlayStation 2 und 3 Zeit, die Sparking-Spiele, bei uns hießen sie Budokai Tenkaichi. Ein positives Beispiel, finde ich, ist Anarchy Reigns für PlayStation 3 und Xbox 360. Wobei da das Schöne war, das war nicht nur One-on-One-Arena-Fighter. Du konntest auch, weiß ich nicht, 12 Leute auf einer Map, alle gegen alle. Oder du konntest auch einen guten Singleplayer spielen, der sich fast wie ein 3D-Brawler gespielt hat. Und, also ich liebe Anarchy Reigns. Wer mehr dazu wissen will, Schleichwerbung, mein Video dazu ansehen. Ja, muss ich dann auch mal machen, weil mir sagt das Spiel gar nichts. Mir fällt aber noch ein Beispiel ein für Arena-Fighter. Dreamcast-Fans werden jetzt wahrscheinlich feuchte Augen kriegen. Power Stone. Power Stone ist natürlich großes Beispiel. Der Parade-Prügler neben Soul Calibur für die Dreamcast. Einer der ersten. Quasi. Und dann muss man, glaube ich, noch erwähnen, diese Gundam-Versus-Spiele. Da gibt es viele von und die kamen auch alle oder fast alle hier raus. Aber dann gibt es natürlich noch, bevor jetzt die Kommentare kommen, ihr habt ja die größte Franchise überhaupt vergessen. Relax, haben wir nicht. Aber das ist ja auch wieder, das ist auch ein Arena-Fighter, aber das ist ja ein zweidimensionaler Arena-Fighter. Ja. Die Rede ist natürlich von dem Parade-Fighting-Game, das man auf zum Beispiel der Nintendo Switch spielen kann. Smash Brothers, natürlich reden wir von Smash Bros. Smash Bros. Ultimate ist der aktuelle Teil. Es hat, glaube ich, nicht zu Unrecht Milliarden Fans. Ganz sicher. Wenn die ganzen Nintendo-Figuren und auch Gaststars kommen, wie Sonic, Solid Liu Snake Ken, und so weiter. Terry Bogard. Ja, das ist natürlich cool. So ein Videospiel-Klassentreffen, wo sich alle chaotisch in Royal Rumble-Matches auf die Schnauze hauen. Klar, glaub, das geht das ja macht bis zu 8 Kämpfer gleichzeitig oder so. Ne? Schön Prosecco dabei kippen, das ist natürlich eine Gaudi. So viel zu Smash Brothers. Wer Spaß an Smash hat, Leute, ich gönn's euch ja allemal. Ich find's total cool, dass ihr Spaß an dem Spiel habt und euch über die ganzen Figuren freut. So viel dazu, dann hätten wir die Arena-Fighter auch abgehakt. Und dann bleibt als mehr oder weniger letztes quasi noch das Genre, in Anführungszeichen, oder die Kategorie Anime-Fighter. Die haben auch immer so ein paar Besonderheiten, die man in fast allen Anime-Fightern findet. Auch wenn man Anime-Fighter in allen anderen Kategorien finden kann, sind Anime-Fighter trotzdem immer noch mal ein bisschen was anderes. Denn, so zumindest mein Eindruck in Anime-Fightern, ist im absoluten Vordergrund, dass das bombastisch geil aussieht. Das haben die alle gemeinsam. Ich kenne keinen Anime-Fighter, der nicht bombastisch aussieht, was die Kombos, was die Moves, was die Effekte angeht und so weiter. Das heißt, die machen auf jeden Fall, zumindest wenn man für Anime-Optik ein bisschen was übrig hat, zumindest mal Spaß, die anzugucken. Das Zweite, was die meistens alle haben, sind viele Brüste. Das mag den einen jetzt stören, den anderen vielleicht nicht so sehr. Und das Dritte, was die gemeinsam haben, ist häufig, dass die Sachen haben wie Superjumps, Air Dash, Cancel, Superjump, Hyper-Combo, hast du nicht gesehen, schlag die Oma tot. Also die können mitunter sehr, sehr viele verschiedene Mechaniken unter einen Hut bringen und das dadurch dafür sorgen, dass die nicht immer, aber häufig eine relativ hohe Hürde haben für den Einstieg, wenn man sich mit Anime-Fightern noch nie so wirklich beschäftigt hat. Ausnahmen bestätigen die Regel, du hast ja schon mal drüber gesprochen, Granblue Fantasy ist wohl recht einsteigerfreundlich. Von Guilty Gear habe ich vorhin schon gesagt, würde ich das jetzt nicht unbedingt behaupten. Man sollte vielleicht dazu sagen, dass die Grenzen natürlich auch fließend sind. Ne? Ja, es sind natürlich im Grunde 2D-Prügler, aber die haben so ein paar Mechaniken, wie du sagtest,
die finden sich in fast allen von diesen Anime, Erdeschweitern, wie man die auch immer nennen will. Ja. Und die ist dann schon sehr anders machen als ein Street Fighter, Samurai Showdown, King of Fighters, irgendwas. Ne, in der Luft dashen sehr viel Mobilität in der Luft überhaupt. Oder auch auf dem Boden. Sehr viele Kombo-Möglichkeiten, sehr schnell. Sowas wie Dragon Ball FighterZ, würde ich sagen, da sind die Grenzen noch mal fließender, weil es ist ein spielerischen 2D-Prügler, es ist ein Tag-Team-Prügler, aber auch irgendwie so ein Anime-Air-Dash-Fighter. Ein Marvel vs. Capcom. Weil der Air-Dash da wieder anders funktioniert. Genau, ein Marvel vs. Capcom, da kannst du auch mit vielen in der Luft dashen und auch viele Kombos machen, aber da ist das Spielgefühl doch noch mal anders als bei einem Guilty Gear oder Blaze Blue oder Grand Blue Fantasy Versus. Und ein Grand Blue Fantasy Versus ist auch wieder gar nicht so kombo-intensiv. Ja, ich glaube, die Kombolastigkeit war nämlich ein anderer Aspekt. Da wollte ich gleich noch kurz drauf und eingehen. Ich glaube, Air Dash kann man, glaube ich, machen bei Guilty Gear, bei Grand Blue Fantasy Versus. Aber ich glaube, das spielt da jetzt auch nicht so eine Rolle. Ja, dann gibt es sowas wie Arcana Heart. Oder ich habe auch viele davon nicht gespielt, weil ich die Ästhetik nicht so sehr mag. Und auch spielerisch nicht so sehr mag. Guilty Gear habe ich damals gespielt. Ist nie so richtig meins. Fist of the North Star habe ich gespielt für PS2. Das vereint alles, was diese Erdeschweiter damals ausgemacht hat. Viele Kombos. Broken as fuck. und natürlich in der Luft dashen bis zum geht nicht mehr. Also, deswegen sagen halt viele, weil das ist wie so ein eigenes Untergenre. Viele sagen wahrscheinlich, ist Quatsch, muss man kein eigenes Untergenre machen. Aber ich finde irgendwie schon. Ich finde auch. Also, Anime Fighters sind für mich immer noch mal ein ganz anderes Mysterium als jede andere Art von Fighting Game. Gerade diese Kombolastigkeit ist das, was mir als Kombo-Krüppel Anime Fighter immer sehr, sehr schwierig gestaltet. Denn bei einem Street Fighter, jetzt beim aktuellen Street Fighter, Street Fighter 5, da sind die Kombos 3 Treffer, 3 Treffer, 5 Treffer, vielleicht 8 Treffer, wenn du einen Air Juggle noch mit einbauen kannst. Geht natürlich auch mehr, aber ich würde mal sagen, so im Groben zwischen 3 und maximal 8 Treffern. Aber das ist kein Vergleich zu einem Guilty Gear oder zu einem Blaze Blue, wo du teilweise innerhalb von 3 Sekunden in einem Luftkampf, wenn du den Gegner in die Luft geschleudert hast, hinterher springst, den kannst du erstmal 3-mal mit deinem schnellsten Angriff papapap jabben, bevor du dann noch deinen mittleren, deinen harten und noch einen Special in der Luft hinterher zeigen kannst. Und der hat vorher am Boden schon eine Kombo von 7 oder 8 Treffern kassiert. Dann bist du schon bei 15 oder so. Und dann ist das noch nicht vorbei. Denn wenn er dann nämlich von der Wand abbounst und du vorher wieder plus bist, also dich eher bewegen kannst als der, dann kannst du einfach weitermachen. Das nimmt kein Ende. Und bei den Anime-Fightern, wenn man da gegen jemanden spielt, der gut ist oder gegen den CPU auf hohem Schwierigkeitsgrad, ist das sehr, sehr häufig so, dass du nicht zum Zug kommst, wenn der Gegner den ersten Treffer gemacht hat. So, das ist so meine Erfahrung. Worst-Case-Szenario, du kannst nicht einen Button drücken, bevor du drauf bist. Bleiben wir beim Beispiel Dragon Ball FighterZ. Da ist das Schöne, haben wir, glaube ich, schon erwähnt, da gibt es so einen Easy-Combo-Modus. Ja. Also ihr müsst nicht die krassen Dinger lernen, wirklich. Ihr könnt auf den Button hämmern und kriegt was einigermaßen Anständiges raus, was auf jeden Fall schön aussieht und Spaß macht. Damit wird man nicht gegen jemanden gewinnen, der wirklich weiß, was er tut. Das ist ganz klar, aber... Nö, aber darum geht's ja nicht. Nee. Ultimate Marvel vs. Capcom 3 bietet das übrigens auch. Und Guilty Gear Xrd hat auch so einen Style-Mode, wo man quasi, egal welchen Knopf man drückt, wo einfache 5, 6, 7 Treffer-Kombos hintereinander ausgeführt werden, wenn man einfach nur auf den Knopf drückt. Das sind so die Standard-Kombos, die man prinzipiell sowieso mit der Figur machen kann. Die enden meistens in einem Special. Ziehen aber, glaube ich, auch wenn man in dem Mode arbeitet und wirklich diese Kombos macht, nicht den gleichen Level an Energie ab, wie sie abziehen würden, wenn man sie manuell ausführen würde. Genau. Um da trotzdem noch die Fairness zu wahren, wenn man gegen jemanden spielt, der normal spielt, in Anführungszeichen. Und das finde ich aber cool.
Weil so hat man nämlich zum Beispiel bei Guilty Gear die Möglichkeit, alle Figuren mal auszuprobieren in diesem Style-Mode, zu gucken, was gefällt mir denn optisch richtig geil, wo denke ich, boah, das würde ich gerne können. Und dann kann man hingehen in den Trainingsmode und kann mit dieser Figur trainieren. Oder halt auch im Arcade-Mode oder wo auch immer. Und kann dann das trainieren, was man im Style-Mode gesehen hat, ob man das manuell selber hinkriegt. Genau, es gibt dir quasi einen Vorgeschmack. Du kannst dabei bleiben, wenn du sagst, ich spiele eh nur gegen Computer. Ich habe jetzt gar nicht die Muße, mir das manuell drauf zu schaufeln. Egal, ob es mehr Schaden macht. Du kannst einfach dabei bleiben. Aber wenn du denkst, das ist so cool und ich möchte mich weiter mit dem Spiel beschäftigen, dann kannst du das auch einfach so lernen. Du weißt, wie es aussieht. Dann musst du es nur noch lernen im Trainingsmodus. Ja. Und das kann ja auch Spaß machen, sich das quasi anzutrainieren. Richtig, ne? Da sind wir wieder bei dem Punkt ganz vom Anfang an, wo ich gesagt habe, für mich ist so ein motivierender Faktor, ein neues Fighting Game, neues System Fighting Game zu lernen. Was auch dazu führt, dass ich mich sehr auf Guilty Gear Strive freue. Also Exalt ist jetzt der letzte Teil, der rausgekommen ist, den habe ich mir auf Steam geholt und spiele da einfach ein bisschen rum, guck mir die Figuren an, weil ich die Figurendesigns total geil finde in Guilty Gear, aber ernsthaft das Spiel lernen werde ich erst, wenn ich Guilty Gear Strive dann auf der PS5 habe, weil mir bringt das nichts mehr, jetzt die Mechaniken von Exalt wirklich anzueignen, wenn ich das Spiel in ein paar Monaten dann eh gegen den neuen Ableger dann austausche. Ja. Ja, Timo, ich würde sagen, wir sind mit dem Noob Guide durch. Der ist auch schon länger, als er sein sollte. Auf der Uhr sind gerade 1 Stunde 15. Ich werde das Ganze noch ein bisschen zusammenschneiden. Also jeder von euch, der sich hier die Noob Guide Version anguckt, für den verabschieden wir uns an dieser Stelle. Für alle, die sagen, boah, ich habe total Bock, den beiden Idioten dann noch ein bisschen länger zuzuhören, quatschen wir jetzt einfach noch ein bisschen weiter, laden das dann als gesondertes Video hoch. Also für alle, die Kurzversion sehen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, nutzt die Kommentare, kommt aufs Discord. Timo, ich danke dir für deine Expertise an der Stelle und euch immer gern noch einen schönen Abend und checkt den Timo aus auf seinem Kanal Videogems. Link Timo natürlich aus. Zieht den Timo aus in der Videobeschreibung. Genau. Bis denn.